Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, wir haben Sonntagmorgen 6 Uhr, keine Sau steht an diesem Tag um diese Uhrzeit auf. Nur ich muss mich wieder fleißig um den Garten kümmern, was ich natürlich auch gerne mache, muss ich dazu sagen. Mal schauen. Oh, hier ist es richtig grün geworden hier vorne, ne? Oh, cool. Liegt das daran, dass wir da hinten auch alles zugemacht haben mit Dünger? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oder liegt es an den Pflanzen, die immer wieder gedüngt worden sind? Stimmt, hier habe ich ja auch noch einiges hingepflanzt. Oh, das sieht aber schon... Bäumchen ist auch größer geworden. Oder hinten ist auch noch... Ach nee, da hinten habe ich ja sowieso gedüngt, weil da was gekommen ist. Ne? Hallo, mein kleiner Freund. Na? Ja, dir geht's gut, ne? Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Achso, Moment, ich habe ja die Kanne dabei. Die brauche ich ja gar nicht holen. Ich muss nur neues Wasser holen. Ja, stimmt. Hier die beiden, die hatte ich eingepflanzt, weil ich hier... Aber das war... Habe ich wieder sehr toll, sehr parallel zueinander eingepflanzt. Gut. Lassen wir jetzt mal so stehen. Sieht dann halt ein bisschen wilder aus. Ist ja nicht schlimm. Dann müssen wir einmal hier so die Runde gehen um unsere Kräuter rum. Der Nachteil ist, dass wir jetzt unheimlich viel Ausdauer hier schon verbrauchen. Haben wir denn noch was zu essen? Ich würde hier... Naja, es ist zumindest jetzt grob ein bisschen gemacht noch. Achso, reicht schon. Okay. Da ist auch noch ein Kaninchen. Ich habe noch ein Kaninchen gesehen. Ha! So, Moment. Das füllen wir einmal komplett auf. Sonntags in der Bäckerei. Können wir in der Bäckerei reinschauen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Achso, ich kenne ja auch. Ich vergesse jedes Mal, dass ich sprinten kann. Hallo! Ich wollte dir nicht die Kanne auf den Kopf werfen. Keine Sorge. So. Ich habe leider immer noch keine Rosen, glaube ich, für draußen, oder? Ich weiß noch nicht, ob das zwangsläufig Rosen sein müssen, die man dann da dran... Aber es ist halt ein Rosengitter, ne? Also es wäre schon irgendwo logisch. Warum habe ich eigentlich den Kaffeetisch hier noch drin stehen? Ich tue den mal erstmal hier rein. Ich habe hier den in der Mitte doch gemacht. Das ist der doch. Hm. Ich schaue jetzt erstmal, ob die Bäckerei auf hat. Und wenn ja, klaue ich mir nochmal eben ein bisschen was, damit ich dann nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen kann. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir... Ja, bald will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die ist nicht da, ne? Ach doch, die ist doch da. Moment. Ach so, jetzt habe ich nichts dabei. Ach, verdammt. Ich hätte hier sonst... Moment, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ich wollte ja nämlich eigentlich jeden Tag ein bisschen was geben, damit wir hoffentlich, ja nach Silber müsste ja Gold kommen, hoffentlich bald die goldenen Werkzeuge kaufen können. Und dafür wiederum versuche ich dann ja auch ein bisschen was zu sparen, beziehungsweise Geld zu verdienen. Moment, was habe ich jetzt wo drin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier, genau, hier haben wir die normalen Sachen drin. Die müsste ich echt mal in den Komposter reinwerfen. Ich habe nur Angst, dass ich die vielleicht doch noch gebrauchen kann später für irgendwas. Ich meine, ich hatte mal ein Rezept. Kupfer, ja, also Eisen gebe ich ihr auf jeden Fall nicht. Kupfer habe ich ein bisschen mehr von. Wie war das? Nee, das war, halt rechte Maustaste gedrückt halten. So. Das nehmen wir mit. Wenn Tint schon mal da ist. Ich weiß zwar nicht, was die an einem Sonntagmorgen in der Schmiede macht. Aber ich bin froh, dass sie da ist. Ich meine, letzten Sonntag haben wir sie nicht da gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich ist sie gleich wieder weg jetzt, wo ich ein Geschenk dabei habe. Da fällt mir ein. Ach, ich hätte die Tomate mitnehmen können. Oh, ich bin so doof. Was man nicht im Kopf hat heute, ne? Ich habe ein Geschenk für dich. Erstmal ein Geschenk, genau. Erstmal, ich habe ein Geschenk. So. Nicht schlecht. Ja, ne? Finde ich auch. Es wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, bis wir hochgelevelt sind. Aber egal. So, dann, glaube ich, können wir mit dir sprechen, oder? Gibt es Neuigkeiten wegen dem Artefakt? Ah, du bist schon zurück? Ja, ich stand die ganze Zeit vor dir. Ja, 3 Tage später, wie du gesagt hast. Es ist schon 3 Tage her. Ja, geht es dir gut? Ja, ja, ja. Mach dir keine Sorgen um mich. Weißt du... Diese Sache ist komplexer und interessanter, als ich erwartet habe.
Es ist dicht gepackt mit magischen Komponenten. Ich habe dort sogar Blaupausen und vage Unterlagen gefunden. Und sie sind auf eine Weise geschrieben, die unendlich viele Möglichkeiten bietet. Aber nur in der Theorie. In der Praxis müsste ich mich für ein mögliches Ergebnis entscheiden. Wow, das klingt aufregend. Hast du eine Idee, was du damit machen willst? So viel! Vielleicht könnte ich... Oder eigentlich... Vielleicht... Ah! Oder vielleicht... Aber vielleicht sollte ich nicht zu aufgeregt sein. Ich wollte schon immer meine eigenen Ideen zum Leben erwecken, aber habe ich wirklich Zeit dafür? Ich sollte meinen Job machen. Das kann ich nachvollziehen, aber weißt du was? Wozu ist ein Job gut, wenn du deine Träume nicht leben kannst? Ja, klar, aber ich muss essen und ich habe Verpflichtungen. Wie wäre es damit? Du hast mich in der Vergangenheit unterstützt und jetzt will ich dich unterstützen. Ich habe einen Ort, an dem ich mehr Lebensmittel anbauen kann, als ich brauche. Das stimmt nicht! Wann immer ich genug habe, kann ich dir etwas bringen. Das würdest du tun? Klar. Wow, du bist wirklich etwas Besonderes. Haha, ich glaube, das könnte klappen. Weil ich freiberuflich arbeite, kann ich arbeiten, wann ich will. Aber da es nicht gut bezahlt wird, musste ich im Grunde die ganze Zeit arbeiten. Kenn ich. Das ändert alles. Also gut. Es wird nicht einfach sein, aber gemeinsam können wir es schaffen. 5 Tage Teamwork und ich habe eine Überraschung für dich. Das ist so aufregend. Und vergiss nicht, den Prozess zu genießen. Haha, ich genieße ihn jetzt schon. Ja. Bringt hin 5 Tage lang gekochtes... Es muss gekocht sein. Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Reicht ihr denn schon eine Tomate? Oder muss ich wirklich was kochen? Mist, ich muss ja was kochen. gut. Ich wollte ja sowieso noch mal kurz zurückgehen, damit ich... Ich weiß schon gar nicht mal, warum ich zurückgehen wollte. Moment. Damit ich irgendetwas holen konnte, von dem ich gerade nicht mehr weiß, was es war. Das ist immer gut. Gehen wir erstmal gucken wegen Essen. Reismehl, Zucker, Eigelb. Eiswürfel. Also gekocht, denke ich mir mal, meinen die nur die beiden hier. 5 Brennnesselblätter. Das andere würde ich mir gerne selber kaufen, ehrlich gesagt. Brennnessel, Wasser, Salz, Petersilie und Kartoffeln. Brennnesseln, Wasser, Salz, Petersilie und Kartoffeln. Brennnesseln, Wasser, Salz, Petersilie und Kartoffeln. Kartoffeln haben wir, Petersilie. Oh Gott, ich bin ganz schlecht hier. Habe ich gar nicht, ne? Schnittlauch. Ich habe gar keine Petersilie. Habe ich denn Petersilie draußen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Moment, eins von beiden kann ich aber, glaube ich, machen. Genau, die Brennnesselsuppe. Die könnte ich machen. Und hierfür für... Achso, gut, Kartoffelwürfel, die müssten wir machen. Aber Petersilienblätter. Aber Petersilie, habe ich Petersilie? Also, erst einmal habe ich hier noch was von Petersilie drin. Thymian, Rosmarin... Habe ich natürlich nicht. Okay. Achso, das waren die Sonnenblumen. Ja, ich werde es immer wieder vergessen. Das dürfte Oregano sein, kein Lavendel. Das sind die Tomaten. Das ist Minze. In der Mitte ist noch was. Das ist Rosmarin. Ja, schön. Habe ich nichts von angepflanzt, so wie es aussieht. Thymian. Nochmal Oregano. Nochmal Rosmarin. Und du bist, glaube ich, wieder... Du bist wieder Minze. Ich habe keine Petersilie nirgendwo. Ja, toll. Aber ich brauche eigentlich das Essen. Also ich kann da nichts mitnehmen, wenn ich in die Dings gehe hier. Kann ich die Kartoffeln jetzt auch wieder zurücktun erstmal? Äh,
War das jetzt Kartoffel und Salz? Ich mache das gleich zurück, ist mir jetzt... Moment, also, wir können das dreimal machen. Die Frage ist, kann ich das... Nee, ich kann es nicht auf dreimal einstellen, ne? Schade. Wasser, Wasser. Erwärmen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und einmal rühren, bitte. Eine Brennnesselsuppe kommt sofort. Das müssen wir jetzt mehrfach hintereinander machen. Wie ich es liebe. In Klammern nicht. Moment, Achso, ja, ich wollte gerade sagen, das war doch gerade richtig. Also ich habe es lieber, wenn ich irgendwo drauf drücke, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist trotzdem süß gemacht, das muss man ja auch dazu sagen. 3, 4, 5. So. Und nochmal. Was ist denn das eigentlich? Achso, das war der Blütentee. Wobei das ja eigentlich streng genommen auch Zucker wäre. Auch ein Essen wäre, aber das ist, naja, nicht... Obwohl, na, aber das gilt wahrscheinlich nicht untergekocht. Ich weiß es nicht. So, Moment. Nochmal zweimal Wasser rein. Zack. Dann erwärmen. Nicht zu viel. Hallo? Geh mal wieder ein bisschen runter hier. So. Dann fünfmal Brennnesselblätter. Und umrühren. Fertig. So, sehr schön. Das werden wir jetzt aber, damit ich mich damit nicht vertue. Ach, ich hatte Kürbisbrot ja noch bekommen. Ach ja, das habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. Das waren die Eier. Ich dachte gerade, warum habe ich jetzt hier noch Kartoffeln drin? Peinlich, peinlich. Es waren Eier. Na gut, Wasser können wir auch wieder direkt zurücklegen. Bretter, genau. Ich brauchte eigentlich noch Bretter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt brauchte, um das da zu Ende zu bauen. Hallo? So, dann bringen wir ihr für heute schon mal was zu essen. Dann hätte ich das schon mal erledigt. Kann ich das eigentlich... Kann ich das irgendwie anpinnen? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil das ist nämlich jetzt wieder weg. Das finde ich immer ein bisschen doof, wenn das dann weggeht. Weil wenn das gerade sowas ist über mehrere Tage hinweg, ich vergesse das doch sonst wieder. Im Moment habe ich nicht so die Zeit, mehrere Folgen hintereinander aufzunehmen. Wenn ich dann natürlich hier ankomme, muss ich das als Geschenk eigentlich machen? Wenn ich dann ankomme, dann weiß ich überhaupt gar nicht mehr, was ich noch machen muss. Ich würde gerne etwas kaufen. Nein, das war's. Ja, aber, hä? Gilt das erst ab morgen? Oder muss ich das Essen irgendwo hier hinlegen? Hä? Ich probiere das mal ab morgen dann nochmal. Achso, halt, stopp. Wir wollten nochmal kurz zur Bäckerin und dann ist auch schon wieder die Folge schon fast zu Ende. Dabei wollen wir noch was anderes machen. Ach, schlimm, schlimm. Das dauert alles so lange. Ich will so eine richtige Sprint-Boost-Funktion haben, wo ich da so von A nach B kann. Damit ich dann insgesamt mehr erledigen kann. Das wäre cool. Außerdem gucke ich hier die ganze Zeit gegen die Sonne. Das ist nicht so cool. So, Zucker, Mehl. Ich muss mal eben. Das wird wahrscheinlich nicht viel helfen. Je nachdem, wie ich sitze. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das waren gerade meine Rollladen. So, den Teig. Den können wir schon mal machen. Den hatten wir noch nicht gemacht, ne? So. Dann. Ach so, halt. Nee, ich hatte jetzt nichts dabei, ne? Ich hatte vergessen, mir eine Tomate mitzunehmen. Ach, ich sag doch, was man nicht im Kopf hat. Das ist doof. Hm, ach so, hatte ich da nicht noch was drin? 324, sehe ich das richtig? Die sind dazugekommen. Moment. Hä? Ich konnte doch nur 250 oder so kriegen mit 10 Muffins. Oder bin ich jetzt total doof? Egal, ich nehme alles an. Ist kein Thema. Gut, dann schauen wir nochmal eben, dass ich noch eine Tomate mitbringen kann. Da freut die sich dann wieder drüber. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier ständig hin und her laufe. Ich sage, was man nicht im Kopf hat, ne?
Ach, das nervt mich ja gerade selber. So. Tomate. Weil davon haben wir eh so viele. Da ist das nicht so schlimm, wenn wir da eine abgeben. Zack. So, das tauschen wir einmal und das setzen wir. Ja, setzen wir mal hier so daneben. Zack. Und nochmal zurück. Es ist wirklich lästig irgendwie. Ich brauche so. Ja, ich habe doch gehört, also beziehungsweise gelesen von euch, dass es einen Hexenbesen irgendwann geben soll. Das wäre doch mal cool. Ich hoffe, der ist auch schneller. Ich hoffe, da kann man nicht nur irgendwo drüber fliegen, sondern ich hoffe, der ist auch schneller, dass man dann hier so wui, so richtig sprinten kann. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht dran. Aber ich fände es trotzdem ziemlich cool. So. Ich habe dich eben gesehen. Nicht weglaufen. Ich will dir eben ein Geschenk machen. So, zack. Eine Tomate, bitteschön. Ja, bin ich nicht nett, genau. Und jetzt gucken wir noch mal eben, wenn ich denn jetzt wüsste, wo das Charaktere. May, oh Gott, ich glaube, da muss ich dir irgendwie 50 Geschenke geben oder sowas, damit ich dann einmal darüber höher komme. Ich weiß auch nicht, vielleicht wisst ihr das. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bekommt man immer nur 10 Punkte oder kann man mehr Punkte bekommen, wenn man da irgendwie ein Lieblingsessen oder sowas erwischt? Das weiß ich natürlich nicht. Wäre natürlich geil, wenn man auf einmal so 20 oder 50 Punkte vielleicht sogar kriegen würde. So, ihr Lieben. Jetzt wird es wieder kompliziert. Also, ich habe einen Kommentar stehen. Ich möchte auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass das ein weibliches Wesen gewesen ist, weil ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie. Nee, ich habe es nicht falsch gesagt, sondern ich wusste es einfach nicht, glaube ich, beim letzten Mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Tor. Das hatte ich schon richtig vermutet, um das ganze Wasser hier abzulassen. Ach ja, unten das Kupfer haben wir auch noch nicht ganz abgebaut. Ich soll alles abschwimmen. Es ist in der Nähe von einem Felsen. Wenn ich hinten in die Mine reingehe, das ist wahrscheinlich da hinten, nehme ich mal an. Dann sehe ich drei Brücken. Ich sehe ganz viele Brücken, ja, das ist richtig. Ich sehe mittlerweile hier viel zu viele Brücken. So, Moment. Dann sehe ich drei Brücken. Dann soll ich mich rechts halten. Also ich nehme mal an, hier so beim Schiff da hinten müsste das dann sein. Wenn ich auf dem Felsen stehe und nach unten schaue, dann müsste ich das sehen. Nein, nicht ganz nach unten fallen, bitte. Moment, das nehmen wir jetzt aber noch eben mit, wenn wir gerade schon mal hier oben sind. Ja. So. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht vertue und wir uns da rechts halten, dass dann da unten irgendwo noch was sein müsste. Wahrscheinlich laufe ich jetzt wieder komplett falsch, aber. ja, das. Ich frage mich, ob ich den Schlüssel von Tin auch hier verwenden kann. Erreiche den Boden der Mine. Ja, aber das hier kann ja nicht damit gemeint sein. Das liegt ja schon frei. Aber das wäre jetzt theoretisch das, was ich jetzt gesagt hätte, was wir noch machen müssen. Ich gehe da nochmal hin, aber das müsste das sein, wo wir schon gewesen sind. Ja, das muss ja auch im Wasser liegen, deswegen. Oh, oh. Oh, shit. Not good. Was habe ich jetzt gemacht? Egal, wir schwimmen mal eine Runde. Ich denke mal, wir können oben den Schlüssel dann benutzen. Warum sehe ich mich eigentlich jetzt schon wieder nicht? Oh. Ich vermute mal, ich schwimme jetzt unter. Ah! Ah! Da kommt mein Hütchen hoch. Ich wollte gerade noch sagen, ich vermute, wir schwimmen jetzt unter Wasser und deswegen sehen wir uns nicht. Gut. Hier ist auf jeden Fall kein. Tor. Ich meine auch, ich bin hier schon alles abgeschwommen, aber ich meine, es ist logisch, dass noch irgendwo im Wasser theoretisch eins sein muss.
Ich werde jetzt einfach mal der Reihe nach hier alles abschwimmen. So. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Hein Blöd. Hände hoch, wer Hein Blöd kennt. Und dann die Hände wieder runternehmen, weil ich das eh nicht sehen kann. Schreibt es mir aber ansonsten auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Hein Blöd kennt. Können wir da rein? Sehe ich jetzt gerade hier? Oder kommen wir da nur durch? So als Abkürzung. Oder kommen wir hier nirgendwo hin? Das kann natürlich auch sein. Moment, da bin ich jetzt nicht hier, ne? Also, wir backen ein bisschen im Stein rum. Ja, ist auch nicht schlimm. Solange ich noch weiter schwimmen kann, ist alles gut. Ich will hier raus, Hilfe. Oh. So, Moment. Ich schwimme jetzt eigentlich genau die falsche Richtung entlang, wenn ich das richtig sehe von hier unten. Aber von hier unten sehe ich sowieso nicht allzu viel. Von daher ist das egal. Was bist du denn hier? Ah! 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 Wie geil! Aber ich bin doch jetzt links rumgeschwommen, oder? Nicht rechts rum? Ich weiß es nicht. Ich habe von hier unten gar keine Orientierung. Oh, ich bin tot. Ich muss mal einen Screenshot davon machen. Ach so, mehr geht das Wasser nicht runter. Ich warte ja die ganze Zeit, dass es noch weiter runter geht. Aber anscheinend geht es nicht mehr runter. Doch. Doch. Es geht mehr. Ich habe es nur blockiert anscheinend, weil ich da war. Ich weiß es nicht. Ich bleibe jetzt einfach hier vor. Wehe, ich blockiere das jetzt nochmal. Na? Ich blockiere das, wenn ich hier bin, oder? Nee, so geht's jetzt weiter runter. Oder meine ich das nur? Nee, jetzt kann man es auch sehen, dass es weitergeht. Okay. Ey, du Sau hast mich reingelegt. Das ist gar nicht... Irgendwie ist das süß, wenn die hier so liegt. Die denkt sich, ich habe gerade nichts zu tun. Ich lieg mal einfach hier so ein bisschen. Oh, was bist du denn? Was bist du denn? Du verseuchst hier das ganze Wasser. Zack. So, zack. Jetzt müssen wir einfach noch ein Bildchen machen. Für das Cover. Ein Besen! Ein Besen! Oh mein Gott. Sechseckiges Objekt nehmen. Sagt Lyra, dass die Verschmutzung beseitigt wurde. Sagt Luam, dass das Wasser, keine Ahnung, wieder sauber ist wahrscheinlich. Da ist etwas drin. Es sieht aus wie eine Honigwabe aus Kristallen. Ich bin sicher, Tin wird begeistert sein, das zu sehen. Atlantis. Was verbirgt sich in den Tiefen? Das nenne ich mal eine geile Errungenschaft. Ich glaube, am Tor gibt es eine ähnliche Struktur. Ach so. Aha. Hier ist noch was. Okay. Das heißt aber, ich muss wahrscheinlich vorher die Dinger jetzt alle anmachen, oder? Oh mein Gott, wie komme ich denn jetzt da wieder zurück? Komme ich da hinten hoch? Nee, das hängt da nur so drauf, ne? Oh, ich hätte gern so eine Reset-Taste, also nicht Reset-Taste, aber so eine Finde-Zurück-Taste wieder zum Eingang. Also, es gab einen Weg, wo ich hochkam. Einen einzigen, den hatte ich gefunden. Aber jetzt ist das Wasser natürlich noch tiefer. Ach, Moment. Ach, ich bin auch blöd. Kann ich nicht mit dem Besen vielleicht jetzt von hier wegfliegen? Oder kann ich damit nur gerade fliegen? Das weiß ich natürlich nicht. Das müssten wir mal ausprobieren. Schwuppdiwupp. So. Den hätte ich jetzt vergessen. Wo ist denn der? Bin ich jetzt doof oder blind oder beides? Der Besen ist nicht da, den ich gerade bekomme. Ach, muss ich mir den craften wahrscheinlich? Ja klar, ich hab die Anleitung für den Besen bekommen. Ach Mist, ich habe jetzt gedacht, der Besen wäre da drin. Jedes Mal falle ich da wieder drauf rein, das ist doch unfair. Na gut, und direkt fahre ich wieder in die Sackgasse, genau. Direkt schwimme ich wieder in die Sackgasse. Jetzt habe ich hier gar keine Orientierung mehr, ne? Hilfe, ich will doch nur...
Gibt's hier nicht irgendwo eine Treppe oder sowas? Hallo? Naja, hier kann ich zumindest durchschwimmen. Das ist doch nett. Bringt mir überhaupt nichts, aber immerhin kann ich durchschwimmen. Och Mann. Hier unten sehe ich doch gar nichts mehr. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Vor allen Dingen frage Tin nach dem seltsamen Gegenstand. Ja, ich muss erstmal wieder aus dem Wasser rauskommen. Ich sehe da hinten, in weiter Ferne sehe ich was, wo ich mich draufstellen kann. Aber es bringt mir nichts, mich nur draufzustellen. Oder komme ich da rein? Also da komme ich auf jeden Fall nicht rum. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich als nächstes noch das Holz gemacht bekomme. Da oben habe ich einen Strahl. Jetzt komme ich hier auch nicht mehr rein, ne? Der Eingang, wo ich mal reingekommen bin, der war, glaube ich, viel höher. Das ist auch zu hoch hier, ne? Das kriegt die wieder nicht hin, ja. Jetzt ist da auch noch eine Kiste drin. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ich meine, dass ich da nicht hochkomme, ist noch die eine Sache. Das ist ja schon schlimm genug. Aber dass da jetzt auch noch eine Kiste... ich habe nichts gesagt, überhaupt das Gegenteil. Hallöchen. Sternkristall. 200 Münzen. Nachtgarderobe. Nee, Nachtwächtergarderobe. Aber hier komme ich trotzdem nicht hoch, ne? Okay, weiter geht's. Ah, ich will doch nur wieder nach oben. Ist auch keine Leiter oder so hier, oder? Ich kann das nicht sehen, ist alles so dunkel. Ich höre hier irgendwas. Oh oh. Sag mir jetzt bitte nicht, ich bin jetzt hier verbuggt. Nein. Och komm. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Warum gibt es solche Ecken? Kann man hier irgendwie wieder raus? Spielerstandort zurücksetzen. Habe ich denn meine Sachen noch? Das ist ganz wichtig. Meine Sachen habe ich noch. Okay. Ja, ist doch schön. Jetzt bin ich wieder oben. das sieht aus... Es sieht aus, als ob die alle jetzt aktiviert sind, oder? Kann ich da jetzt einfach so hin, wenn ich die Brücke gebaut habe? Ich glaube, ja, ne? Sieht zumindest so aus. Ja, gehen wir jetzt erstmal raus. Oh Gott. Wenigstens kann man hier raus. Ich habe schon gedacht... Ach nein, jetzt ist die natürlich nicht da. Achso, weil wir 2 Uhr morgens... Wieso haben wir jetzt 2 Uhr morgens? Oh mein Gott. Hätte ich doch noch was in der Mine abbauen sollen vielleicht. Aber so schön, dass es zumindest jetzt regnet. Da muss ich nichts hier... ich dachte gerade, ich habe hier ein Schweinchen oder so. Ich glaube, das ist die Schnecke, ne? Ja, ja, das ist die Schnecke. Na gut. Dann haben wir das, glaube ich, hier. Also das können wir schon mal wegtun. Das auch. Dieser gefallene Stern, der war, glaube ich, irgendwann in meinem Garten. Den habe ich aus Versehen mal mit aufgesammelt. Nur so zur Info, dass ihr das auch wisst. Ach so, Moment. Kupfererz, da würde ich sagen, dass wir da noch eins mitnehmen, um mir das dann zu geben. Das müssen wir mitnehmen, damit wir das öffnen können. Und eigentlich müssten wir erstens eher auch noch Essen bringen und zweitens... Warum ist es hier so dunkel? Okay, weil es draußen gewittert und... Verstehe. Aber ich habe ein ganz kleines Lämpchen hier an. Immerhin so ein kleines bisschen kann man sehen. Naja gut, dann würde ich sagen, dann legen wir uns erstmal ins Bettchen schlafen. Ihr könnt mich jetzt nicht so richtig erkennen, aber ist nicht so schlimm. Und dann gucken wir mal, ob wir am nächsten Tag Tin das erste Essen bringen können, dass das nur für den ersten Tag vielleicht blockiert ist. Oder vielleicht gibt es auch einen Trick dabei, da muss ich echt mal gucken, weil ich habe keine Ahnung, wie ich den herausfinden soll.
Und wir müssen natürlich nach dem seltsamen Gegenstand fragen. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank noch für den Tipp. Und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!